Ich grüße euch. Ich wurde gebeten, zu zeigen, wie man Profile um ein Gewände laufen lassen kann. Mir fallen dazu drei Möglichkeiten ein. Ich werde jetzt mal als allererstes einmal in den Profilmanager gehen. Das heißt Optionen, Elemente, Attribute, Profilmanager, Leser. Wenn man den gestartet hat, hat man hier schon vorgefertigte Profile, wenn man mit dem einem der schon ausgefüllten Vorlagen beginnt, und sonst macht man sich eben selbst welche. Also bei eigene und Profile bearbeiten komme ich in eine Schnittzeichnung. Hier ist sozusagen der Nullpunkt des Profils und ich kann jetzt mit gewöhnlichen Schraffurbefehlen einfach mal Profile zeichnen. Ich verwende dafür dann auch, was weiß ich, ich nehme es jetzt für die Darstellung am Bildschirm möglichst hell, also ja, ich nehme Dämmung, Trickschall, das sieht man dann ganz gut. Da würde man jetzt natürlich dann noch das Ganze eben gestalten, wie immer man das wirklich will. Ich setze das mal jetzt vom Nullpunkt hier hin und benenne das Ganze. Also das Ganze ist jetzt Kern, was ich hier habe. Ich könnte jetzt mit mehreren Schraffuren arbeiten und ich könnte auch die Oberfläche beschreiben, aber ich übernehme jetzt eben dieses Gelb, damit es am Bildschirm gut sichtbar ist. Und es soll für Wände, für Unterzüge, Stützen, Geländer oder was auch immer, Politikselemente, soll es funktionieren. Ich nehme jetzt mal nur Wände. Profil speichern. Test. Testprofil. Okay. Dann gehe ich da wieder raus und zeichne eine Wand. Und zwar keine normale Wand, sondern eine Profilwand. Eigene, dieses Testprofil. Und ich kann mir jetzt, wenn es gotisch sein soll, vorher von mir aus etwas vorzeichnen. Großschreibtaste halten, dann kann ich das übernehmen. Hier ist der Mittelpunkt. Und ja, wird es mal. Drei Punkte. Hier habe ich den. Ja, hat sich zu groß gemacht. Gut. Gehen wir mal runter damit, weg damit. Mache ich es lieber anders. Okay. Ich hole mir es hier in der Tangente rauf. Hier dasselbe. Ist besser. Also ich zeichne mir es einfach vor. Das brauche ich nicht mehr. Und zeichne jetzt das Profil mit einer Wand einfach nach. Also Wand, Testprofil. Ich habe es zu groß gemacht, ist ja wurscht. Ich kann jetzt hier natürlich ganz normal weiterfahren. Hier und wieder runter. Und diesen Bereich dann auch noch ausrunden. Ich werde das Profil etwas kleiner machen. Hier ist der Profilmanager bei mir auch. Wo habe ich ihn? Hier ist ein Testprofil. Profil bearbeiten. Natürlich viel zu groß gemacht, das ist schon klar. Also bearbeiten, verändern, Größenänderung. Nicht grafisch, ich sage 30% um den Nullpunkt.
speichern und raus. Und habe dann eben sowas herumliegen, dass man dann eben auf eine Öffnung, die eben so ausschaut, dann gut draufkleben kann. Wenn ich jetzt das hier STRG+I einfach mal kopiere, um das Original zu erhalten, dieses hier rechte Maustaste in Morphs konvertiere, okay, und dann dieses Zeug hier STRG+D drehen. Jetzt kann ich es im Grundriss drehen, mag ich aber nicht. Rechte Maustaste, Bearbeitungsebene, Ebene aufnehmen. Hier habe ich ja schon eine schöne Ebene, die ich aufnehmen kann, diese hier. Und dann von hier nach hier drehe, habe ich es aufgestellt. Ist zwar keine Wand mehr, aber eben ein Morph. Es gibt natürlich andere Methoden auch. Ich kann einfach dieses Profil im Grundriss als Morph zeichnen. Ich zeige mal, wie das gehen würde. Das heißt, ich zeichne mir jetzt zuerst einmal hier eine Führungslinie in Form eines Morphs. Besser gesagt, ich mache es im Grundriss, das sieht man schöner. Also STRG A und STRG A, STRG E habe ich jetzt mal hier, STRG C und gehe in einen Schnitt. Also ich mache mir irgendwo einen Schnitt. Schnitt S01, gehe in den Schnitt rein, STRG V, setze mir das in den Schnittbereich. So. Und jetzt zeichne ich das mit Morph-Linien einfach nach. Das heißt, Morph, Linie, hier ist der Punkt. Ich könnte es gleich ausrunden, aber ich bin jetzt einfach so gewohnt, das dann im Nachhinein auszurunden. So, dieses Ding besteht jetzt als Morph-Linie im 3D. STRG 3, hier, Bearbeitungsebene, ich lege es wieder mal horizontal, so, hier die ursprüngliche Wand, hier dieses Profil als Morph hochgezogen und jetzt werde ich mir dieses Profil vom Profilmanager hier hin kopieren. Also ich gebe den Profilmanager, wieder Testprofil, Profil bearbeiten, STRG C, dann gehe ich raus, gehe in den Grundriss, hier ist dieses Morph irgendwo, hier, da ist es, STRG V, da ist es, das lege ich dann mal, zumindest einmal in die Nähe und mache aus dem, also hier ist dieses, also hier ist dieses Morph, das aufgestellt ist. Das ist jetzt noch nur eine Schraffur. Da mache ich einen Morph draus. Leertaste, Konturenverfolgung. Jetzt habe ich hier einen Morph. Ich nehme es mal zur Seite, dass man den Unterschied sieht. Also Schraffur, Morph. Ich drehe es mir rum, damit es die gleiche Ausrichtung hat. STRG E und lege es mir mal auf die Schnittlinie. Wo ist das andere Morph? Hier. Also hier ist dieser Punkt. Ich setze es mir auf den Punkt und gehe ins 3D. Schauen wir die Sachen im 3D an. Hier ist es. Und jetzt vereinige ich diese beiden. Also das ist eine Morph-Fläche, das ist ein Morph-Pfad, der im 3D nach oben steht. Ich vereinige beide, rechte Maustaste, Bulge-Operation. Vereinen, also Morph-Vereinigung. Dann kann ich hier reinklicken, jetzt nicht nur rausstempeln, sondern Röhre, Klick. Der nächste Schritt ist nicht, dass ich es rausziehe, sondern auf den Anfangspunkt. Und jetzt folge ich bis zum nächsten Knotenpunkt, der hier ist, Klick. Und jetzt folge ich wieder, ihr seht, was passiert, solange ich mit der Maus drauf bleibe. Den nächsten Knotenpunkt, der ist dann hier unten, Klick und ganz nach unten, Klick und auf
auf denselben Punkt nochmal oder eben einfach aufhören. Steuerung 3. Das heißt, es gibt mehrere Methoden, wie man sowas zusammenbringt. Man könnte jetzt durchaus auch hergehen und das hier mit einem Flügel, Glas und so weiter, das Liegende, zu einem Fenster machen. Allerdings muss ich mich dann mit dem Befehl Wallhole auseinandersetzen, damit die überstehenden Teile dann durch eine Wand ersetzt werden, wenn ich es als Fenster oder als Tür einsetze. Also auch das wäre noch möglich. Gut, ich hoffe, euch damit ein wenig gedient zu haben. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.